Hallo zusammen, heute wird's bunt und zwar im Badezimmer. Weiße Fliesen, weiße Wände, weiße Möbel, nicht mit mir. Ich zeige euch heute zwei verschiedene Farbinspirationen für euer Bad und bin sehr gespannt, welche von beiden ihr besser findet. Viel Spaß! Als erstes zeige ich euch die Version mit dem kräftigen Dunkelgrün. Hier haben wir die Möbel so ausgewählt, dass sie den gleichen Farbton haben wie die Wand. Das wirkt elegant. Der Waschtisch und der Schrank stammen aus einer Kollektion. Die abgerundeten Ecken und Kanten machen den Raum gemütlich. Besonders wichtig bei solchen eher dunklen Farben. Das erste Badezimmer soll farbig, stimmungsvoll und edel sein. Deswegen integrieren wir ganz viele goldene Elemente. Das Gold, das betont das dunkle, intensive Grün. Mein Tipp, wenn ihr zwei Farben in einem Raum miteinander verbinden wollt, sucht euch eine Vase, ein Kissen oder ein Möbelstück, das beide Farben hat. So könnt ihr die Farbtöne super miteinander kombinieren. So, also ich find's super. Es hat eine richtig schöne Atmosphäre und erinnert mich an ein schickes Hotel. Das nächste Badezimmer ist perfekt für Morgenmuffel. Der Gelbton hier, der ist warm und fröhlich, also ein richtiger Wachmacher. Wir haben wieder die gleiche Badmöbelkollektion gewählt, damit alles aus einem Guss ist. Die gibt es auch in anderen Farben, wie zum Beispiel Petrol. Bei diesen Stücken könnt ihr jeweils entscheiden, ob ihr sie auf Füße stellt oder schwebend an der Wand anbringt. Da kann man dann besonders leicht den Boden darunter wischen. Das Gelb mische ich mit dieser coolen Unterwassertapete. So eine knallige Farbe wie Gelb ist ein super Kontrast zu dunklen Tönen. Und ein kleiner Tipp für Tapeten im Bad: wasserabweisend sollte sie sein. Die Tapete greifen wir noch mit einem passenden Deko-Element auf. Wenn ihr an den Wänden nichts ändern wollt, gibt es natürlich noch den Boden. Auch hier könnt ihr eure Wunschfarbe unterbringen. Und das geht natürlich auch zusätzlich zu den Wänden. Also, was mögt ihr lieber? Hotel-Feeling in Grün und Gold oder
fröhliches Sonnengelb. Schreibt uns in die Kommentare, abonniert den Kanal und liked unser Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.